Freunde, eure Rain hier. Ein bisschen verpennt und verballert, weil ja, wir sind jetzt seit gut 2 Stunden unterwegs. Ich bin hier auf einer Autobahnraststätte, nicht in Koblenz. Wir müssten auch so in 2 Stunden da sein, also ja, ich wollte nur mal Hallo sagen, ne? Und ich freue mich, bald sind wir da. Bis später. In 100 Metern links auf Eikampfstraße abbiegen, danach gleich links abbiegen. Jetzt links abbiegen, danach gleich links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Hä? Hm? Links, nicht rechts. Wenn möglich, bitte wenden. Jetzt rechts abbiegen. Dem Straßenverlauf folgen. Ah, ich sehe jetzt raus schon. Da vorne. Ecke. Da steht die Family schon. Das ist keine Schleichwerbung. Wir sind in Gladbeck. Beziehungsweise ich bin angekommen. Mal kurz die Kamera drehen. Da kann man vorhin nicht reingucken. Hallo. Hallo. Komm mal her, du. Moin. Das ist deine Kamera. Das ist deine Kamera. Hallo. Wir sind da und wir gehen jetzt einkaufen für unsere tolle 12-Durchzocker. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. So, ihr geht natürlich mit und los geht's. Gute Frage. Warum sind Autos, die auf dem Kennzeichen rot stehen, haben blau? Zu ihrer Linken sehen wir nun die lokalen Mülleimer. Die. Oh, zu ihrer Linken. Ja. Ich bin auch so verplant. So. Das ist sehr schön. Ich habe übrigens, wie bereits in meinem Blog gepostet, bin ich nicht ins Bett gegangen. Beziehungsweise erst um 4:30 habe ich mich dann so langsam ans Bett gegeben. Ich habe dann so bis um 4:45 geschlafen, mehr oder weniger. Und dann auf dem Weg hierher habe ich 2 Stunden im Auto gepennt. Ich habe gedöst, hast du gesagt. Und Madame will nicht ins Bild. So. Voll aufgenommen. Wir haben viel vor diese Woche. Wir gehen jetzt shoppen für unsere Eskalation. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, gut. So, wir gehen jetzt shoppen. Ihr werdet gleich auch sehen, was wir shoppen gehen. Ja, zu überrechnen, also Meckes. Nein, ich mache jetzt keine Schleichwerbung. Meckes, was haben wir denn vor, Dr. Fini? Sehr viel, indeed. Nee, pass auf. Morgen rennen wir sehr verpeilt durchs Zentrum. Falls irgendwer in der Gegend von Oberhausen lebt, der weiß, wie so weit das Zentrum ist. Ja. Und da gibt es einen Saturn.
Das ist übrigens ein sehr schöner Gehweg. Ja. So sieht bei uns der Fahrradweg aus. Nee, pass auf, das ist Gehweg, Fahrradweg, Gehweg. Ja, ich würde auf jeden Fall da rechts auf dem kleinen Gehweg laufen, denn das ist auf jeden Fall sicherer als hier auf dem breiten Weg. Ja, natürlich. Eindeutig. Was denkst du denn? Ich habe gar keinen Kaffee getrunken. Ich habe irgendwie eine halbe Stunde Schlaf und mehr nicht. Das ist sehr schön. Ja. Da ist es entweder zu wenig Schlaf, Kaba oder Kaffee. Oder alles klar. Das ist Schokocappuccino, sage ich nur. Zu wenig Schlaf und Schokocappuccino. Da kommt dann sowas wie Let's Random Pokémon zustande. Das kennen wir auch bei drin. Wir begeben uns jetzt in eine unbenannte Filiale. Wir begeben uns jetzt ins Casino. Natürlich. Und werden dort shoppen gehen. Mal kurz. Ganz kurz. Da ist neben eines die Bäckerei, wo mein Mutter meinte, ich muss shoppen. Keine Privatdinge erzählen hier. So. Ich sag, da liegt eine Mäckestüde. Mäckestüde! Ich habe irgendwie gar keinen Hunger. Das ist ganz schlimm. Das ist schlecht. Ich bin total aufgedreht. Ich bin nur froh, dass ich die 4, 5, 6 Autostunden Fahrt. Wenn du zwei gepennt hast. Vögel! Oh, sehr schöne Vögel haben wir hier übrigens. Und einen sehr schönen Himmel mit Wolken, indeed. Und Parkplätze mit Gebüsch. Kann man reinfahren, muss man aber nicht. Wir begeben uns jetzt in einen Discountmarkt. Ich werde nicht den Namen nennen, den könnt ihr selber lesen. Ich schwinge hier down zu dem Casino rüber. Ich will da unbedingt rein. Nicht. Spiele mit Verantwortung. Spiele mit Verantwortung. Und mit Geld. So, wir gehen jetzt mal rein und vielleicht sehen wir uns drin wieder. Bis gleich. Ja. Ja. Hier mal kurz für Dan. Schinkenwurst. So, sehr gesund. Was haben wir noch? Röllchen. Schinkenröllchen? Schinken. Und das sieht geil. Guten Filetstreifen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Und weiter geht's. Ich bin gerade voll gegen die Schild gerannt. Sehr gut gemacht. 3 Euro. Oh, sie Kopf rechnet. Sie rechnet im Kopf. Sie kommt. Weiter geht's. Das macht übrigens sehr viel Sinn. Gemüse in Gläsern und direkt daneben noch die Marmelade. Und Nutella natürlich. Oh oh. Die Schütze und so weiter Seite. Auf der anderen Seite ist die Schokolade. Oh oh. Jetzt kommen wir in die Bonbon-Abteilung. Oh, wir müssen für Gilwin müssen wir was tun. Ja. Pico Balla oder Balla Balla? Nehmen wir diese mal mit. Hier, Gilwin, für dich. Damit du auch noch was verdienst. Das war jetzt total unnötig. Soll ich dir was abnehmen? Ah, ja, 20 Euro gleich reichen. Und für den Erfrischungssticks werden wir nicht kaufen. So. Popcorn. Und ich hab dich gerade gehauen, tut mir sehr leid. Sehr schön. Alter, wenn wir gleich an die Kasse gehen. Jogurette? Ja, nein. Jogurette statt Toilette. Auf der Suche nach Eistee verirren wir uns und wir wissen nicht, wo lang. Sie, Dr. Tier. Sagt die,
vier Artikel in der Hand hat. Und ich habe vier Artikel da. Das ist gerecht, würde ich mal sagen. Ja, so. Wir haben nicht mehr aufzuschauen. Nö. Ich sehe keinen. Auch nicht. Wir können auch gerne tauschen, dann darfst du die Kamera übernehmen. Nein. Sucht ihr was? Ich suche Eistee, aber ich finde ihn nicht. Ja, gibt's ja auch noch nicht. Doch, da hinten hat es Wolbeck-Eistee, aber der schmeckt eklig. Ja. Ich werde mir jetzt einen Saft klauen, so. Fressalien, Fleischwurst und Milch, das ist doch mal eine sehr ausgewogene Mahlzeit. Und jetzt begeben wir uns zur Kasse. Ich habe den Saft gefunden, hier so, ne? Schön. Und wir bezahlen mal. Vom Beutezug zurück, eine sehr schön große Tasche und noch eine Tasche. Und wir haben Hunger. Und das ist natürlich nicht genug für uns. Ach, übrigens sehr schön meine Schuhe. Und ihre Schuhe. Okay. Ganz ruhig. Jetzt geht's weiter. Ja, komm, hier dran steigen. Ganz schön. Bleiben wir drin und machen da Scheiße oder gehen wir raus und machen draußen Scheiße? Ich mache draußen Scheiße. Ha? Draußen. Okay. Das ist sowieso schöner, schönes Wetter. Aber ich weiß nicht, wie lange noch schönes Wetter haben soll. Und mir ist wieder Affen warm. Durchwachsen wird für die Woche. Wir haben zwei verschiedene Konversationen am Laufen, merkt ihr das? Ja. Das übrigens heißt Hunger! Kennst du von dort? So, unser Mahl besteht jetzt aus tada, 9 Chicken McNuggets. Für zwei Personen, das voll nicht aufgeht. Pommes und süß-sauer Soße. Seht euch diese Fratze an. Oh, ich habe in einen Ausschnitt gesucht. Okay, überlegen. Pommes. Aua, halt.